Ja, liebe Leute, der ADAC hat die Fahrradwege in Deutschland getestet und dabei festgestellt, dass die meisten viel zu schmal sind. Daraufhin haben wir uns gedacht, gucken wir mal, wie es in der Fahrradstadt Bocholt aussieht. Und hier einige nicht repräsentative Ergebnisse. Ja, hier mal ein echtes Negativbeispiel. Das ist der Fahrradweg an der Adenauerallee. Der ist nämlich nicht nur sehr schmal, nämlich nur einen Meter, sondern hat auch viele Schlaglöcher und viele Schadstellen, was dazu führt, dass man, wenn man mit ungefederten Fahrrädern hier lang fährt, tatsächlich am Ende des Weges Rückenschmerzen hat. Ich bin hier eine Zeit lang, also einen Monat lang, mit einem großen Lastenfahrrad immer lang gefahren. Da musste man teilweise sogar zum Teil auf den Bürgersteig fahren, weil dann hier die Rabatten, die man hier vorne sieht, oder die Wegbegrenzung, dann eben auch noch überhingen. Sie waren noch nicht geschnitten, jetzt sind sie im sauberen Zustand, sodass der Fahrradweg dadurch noch enger wird. Jetzt im Herbst liegt hier zudem viel Laub. Also das ist nicht gerade ein Paradebeispiel. Ja, hier bin ich am Ende der Adenauerallee, also am St. Georg-Gymnasium. Dort sind die Fahrradwege ja Teil der Fahrbahn. Sie sind durch Begrenzungsstreifen abgegrenzt und hier ist der Fahrradweg 1,45 Meter breit. Wenn man den Begrenzungsstreifen mitzählt, kommt man tatsächlich auf die 1,60 Meter, aber den sollte man ja eigentlich nicht befahren. So, hier sind wir an der Dingsbauloher Straße. Verlegen wir hier mal den Fahrradweg und wir kommen auf 1,60 Meter. Super! Ja, und dann haben wir nochmal Bocholts neueste Straße, nämlich die Spange zwischen Burloer und Barloer Weg getestet. Und siehe da, hier haben wir ein Ergebnis, womit wir eigentlich nicht gerechnet haben. Nämlich hier ist der Fahrradweg nicht nur 1,60 Meter, sondern sogar 2 Meter breit. Ja, Fazit. Es muss auch in Bocholt was gemacht werden, vor allen Dingen dann, wenn man sich den verstärkten Verkehr betrachtet, wenn man kalkuliert, dass es immer mehr Pedelecs gibt, also auch zu immer mehr Überholmanövern kommt von Pedelecs gegenüber normalen Fahrrädern. Und wenn man betrachtet, dass es auch eben immer mehr Backfietzen gibt, die breiter sind, dann ist dringend was zu tun. Und das ist ja auch im Mobilitätskonzept so vorgesehen, sodass wir dann eben noch ein bisschen Geduld haben müssen. Aber es muss was getan werden.